Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu hier in Fuchsania City und jetzt in der nächsten oder in die nächste Arena rein, Arena Nummer 6, und wir dürfen alle schon sehr gespannt sein, was wir hier für Prüfungen ablegen müssen. Sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Sei gegrüßt, künftiger Champ. Wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuchsania City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. So wie ich sehe, hast du nicht weniger als 50 Pokémon-Arten gefangen. Damit bist du als ehrwürdiger Herausforderer in die Arena zugelassen. Verwandlungskünstler? Hahaha. Ich habe mich mit einer Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, oder? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Kogas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seinem Sprachstil müsste er noch ein bisschen arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Okay. Gut, dass wir so viele Pokémon noch gefangen haben, dass wir genau 50 haben und wir haben hier unsichtbare Wände tatsächlich. Wird also eine Herausforderung werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Stehen geblieben, was hältst du von den berühmten unsichtbaren Mauern der Arena von Fuchsania City? Ja, die sind sehr, sehr famos und ich hoffe, die Kämpfe werden genauso famos werden. Lieber Henry, er hat zu bieten eine Nidorina zu Beginn. Und wir fangen an mit unserem Georock natürlich. Denn, wie wir jetzt ja alle wissen, Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Gift. Und Gift-Pokémon werden wir hier zuhauf haben in der Arena. Nur doof, dass sie zuerst angreift, die Gute. So, jetzt aber hier ein Erdbeben. Und das ist auf jeden Fall ein One-Hit-KO, der sich gewaschen hat. So, perfekt. Und Level-Up für Georock gibt es inklusive. Level 46. So, ein Nidorino. Also der Bruder kommt noch direkt hinterher. Aber ich glaube, auch dem wird es nicht viel besser ergehen als der Schwester. Oh, Gift-Typ. Das ist schon gefährlich. Okay. Der will echt Rache üben. Immerhin nicht vergiftet. Das ist die Hauptsache. Also jetzt Erdbeben fürs Finale. Ja, den ersten Kampf haben wir schon mal hier sehr souverän für uns entschieden. Schillock Level 47. Boah, du bist ganz schön auf Zack. Das sehe ich aber ganz genauso. So, Schillock, da warten wir noch mit. So, ein Levelchen warten wir da auf jeden Fall noch. So, jetzt müssen wir hier irgendwie unseren Weg durchbahnen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn du immer gegen irgendwelche Wände gegenläufst. Erfolg hängt nicht allein von der Stärke deiner Pokémon ab. Auf die Strategie kommt es an. Wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir am besten gleich, was ich damit meine. Der gute Milo mit einem Slimog. Ja, auch das gefundenes Fressen auf jeden Fall. Da müssen wir uns nicht wirklich fürchten. Also nochmal ein Erdbeben. Wobei wir auf jeden Fall erstmal auch AP sparen sollten. Und vor allen Dingen, was mich jetzt wundert, es hat nicht gereicht für One-Hit-KO. Und wir werden jetzt hier noch vergiftet. Ich sehe es schon. Oh Mann, sogar schwer vergiftet. Das ist dann gar nicht mal so gut. Ja, daran sieht man, unser Georock ist gar nicht mal so brachial stark, wie wir das vielleicht dachten. Immerhin, jetzt ist Slimog doch nochmal besiegt. Gut. Ja, ich weiß. Das Gift wirkt. Es wird immer schlimmer. Ein Bibor als nächstes. Okay, da wird Erdbeben nichts nützen. Insofern wechseln wir mal zu Pikachu. Unserem stärksten Pokémon. Und hoffen, dass da so ein Donnerschlag oder so schon die Sache für uns regelt. Also, Donnerblitz und dann ab dafür. Ähm,
Okay. Das war wohl doch nix. Das einzig Gute, wie gesagt, nur, dass wir nicht vergiftet werden. Ansonsten aber, naja. So, jetzt ist Bibo auch mal besiegt. Wow, du bist außergewöhnlich. Außergewöhnlich stark und super. So, gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. In die Medizintasche. Um mal hier wieder ein bisschen Gegengift zu verteilen. Das kann ja auch nicht schaden. Und vor allen Dingen, was wir auch nochmal tun können, ist Georock, um AP zu sparen, auf jeden Fall mal durchtauschen mit Pikachu. So, und dann mal gucken, ob wir hier nochmal vielleicht einen One-Hit-KO irgendwie einfahren können. Okay, hier können wir so durch. Das ist sehr interessant. Okay. Man kann manchmal so ein bisschen, glaube ich, erkennen anhand, ja, diesem Schimmer, wo wir langlaufen können. Meister Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja. Wer sind deine Vorfahren? Ja, unsere Vorfahren sind die Champs. Die Champs aus allen anderen Regionen. Die Valentina mit einem Visa Knosp. Ja, das ist natürlich da mal genau die falsche Wahl gewesen mit Pikachu. Also mal nichts wie weg. Und zwar hin zu Glutexo. So. Ja, ich hoffe, dass der jetzt nichts Gemeines wie Schlafpuder einsetzt. Nee, Solarstrahl. Ja, sehr starke Attacke. Aber erstmal muss der jetzt Energie speichern. Das heißt, wir haben noch eine Runde Zeit. Und das heißt auch, dass es dann wohl reichen wird für den One-Hit-KO ohne Schaden. Genau so. Ja, in dem Fall war Solarstrahl auf jeden Fall die falsche Entscheidung. So, ein Smogmog gibt es ebenfalls noch oben drauf. Gut, von mir aus. Und dann nochmal hin zu Pikachu. Und dann ab dafür. Aber ich glaube, da müssen wir dann definitiv auf Donner gehen. Um da eine Chance zu haben, das hier schnell zu beenden. So, immerhin, es wird treffen. Aber es reicht nicht ganz aus. Es reicht nicht ganz aus. Immerhin Paralyse. Und es kann auch nicht angreifen. Okay. Also immerhin Glück im Unglück gehabt. Das ist schon mal sehr cool. So, Britzelturbo fürs Finale. So. Okay, aber erstaunlich oft, dass wir den One-Hit-KO verpassen hier in der Arena. Mehr als ich gedacht habe. Nicht schlecht, sagt sie aber trotzdem. Und ist begeistert von uns. Und wer will's ihr verübeln? So. Aber wohin als nächstes? Ja, der nächste Trainer. Auch ich bin ein Schüler von Meister Koga. Der Einsatz von Pokémon ist eine uralte Ninja-Tradition. Na dann. Der Edgar. Mit einem Arbok. Das ist sehr schön. Wobei ich auf... ich habe auf Arbok ehrlich gesagt gar keinen Bock eigentlich. Nun denn. Nochmal eine Runde Donner. Und auch hier reicht es nicht ganz aus. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es einfach alles gar nicht. Na gut. Ich weiß gar nicht. Hat er noch mehr Pokémon? Wenn ja, dann wechseln wir jetzt mal. Noch ein Arbok. Okay, gut. Dann müssen wir wechseln und zwar hin zu Georock. Ich hoffe, dass dort, anders als bei Slimog, dass da eventuell dann, ja, ein Hit ausreichen wird. Ein Erdbeben. Wir schauen mal einfach. Und zwar, oh, okay, es hat verfehlt, aber wir treffen. Und das reicht aus, okay. Bei Arbok reicht ein Erdbeben aus, das ist auch sehr gut so.
So, noch ein Arbok. Der hat 3 Arboks. Der hat genau zugehört, als ich sagte, ich habe keinen Bock auf Arbok. Hat direkt alle Arboks rausgehauen, die er noch irgendwie hat. So, und ab dafür. Und Sieg eingeheimst. Gegen andere zu verlieren gehört bestimmt nicht zu den alten Ninja-Traditionen. Doch, verlieren gehört ebenfalls dazu. So. Gut. Wir schauen mal hier. Ein Hypertrank muss auf jeden Fall jetzt her, um Pikachu wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen und Gerock am besten auch nochmal. Gut. Da mal schauen. Wir sind dem Koga schon sehr nah, aber irgendwie so ganz... Da sind wir jetzt doch. Okay. Sehr schön. Okay, dann können wir auf jeden Fall nochmal frohen Mutes sein und schon mal hier zurecht und zurechtlegen, wobei das gerade doof war. Wir schauen mal ins Team. Wisst ihr was? Ich glaube, wir können es so lassen vom Team her erstmal. Hahaha. Ein Kind wagt es, Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern? Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder meinem Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Ich bin sehr gespannt, was der Leiter Koga zu bieten hat. Ein Smogmog macht auf jeden Fall den Anfang. Und, ja. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer mit einem One-Hit-KO werden. Mal sehen, was ein Britzel-Turbo macht. Erstmal gar nichts, weil er Schutzschild einsetzt. Und was ist das denn für eine doofe Defensiv-Taktik? Na egal. Dann nehmen wir jetzt nochmal. Jetzt treffen wir auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr, sehr überschaubarer Schaden und natürlich werden wir hier direkt vergiftet. Ah, ist das ärgerlich und bitter. Richtig, richtig doof. So, na gut, dann müssen wir jetzt auf Donner gehen. Bitte, bitte lass uns treffen. Wir treffen nicht. Und jetzt Explosion, okay. Es zerstört sich selber, macht uns allerdings auch ziemlich Schaden. Aber okay, immerhin haben wir so die erste Runde gewonnen. Oder auch, naja, so halb gewonnen. So, Slimog als nächstes. Gut, ja, wir müssen jetzt erstmal wechseln auf jeden Fall zu Georock. Ich weiß, das könnte wieder schwer werden mit One-Hit-KO, aber... Auf jeden Fall sehr effektiv und Pikachu muss sich erstmal ausruhen, so ein bisschen. Insofern. So, nochmal ein Erdbeben und... Ja, es bleibt dabei, es reicht immer nicht ganz aus. Mondgewalt, eine Feenattacke direkt als Gegenschlag. Aber gut, das ist Schaden, den wir noch so aushalten. So, und wir gehen nochmal auf Erdbeben. So, Runde entschieden. Und damit haben wir die Hälfte der Pokémon von ihm besiegt. Glutexo Level 48. So, ein Omod als nächstes. Gut, da müssen wir definitiv wechseln. Und zwar hin zu Glutexo. Wie wir alle wissen, ist es vom Typ her auch Käfer. Insofern müsste da... Eine schöne Feuerattacke, richtig Schaden anrichten. Wir gucken mal. Also Flammenwurf. Ja. Der Koga und sein Schutzschild. Es muss auch einfach sein, ne? Nur um uns zu ärgern. So, jetzt aber hier ein richtiger Flammenwurf und das reicht aus.
Das ist eine Runde, wie ich sie mir vorstelle. Einfach mal richtig reinhauen. Taubos Level 48. Und als letztes ein Golbat. Okay, da müssen wir wechseln. Und zwar wieder zurück zu unserem sehr ledierten Pikachu. Ja, aber gut, da wir ja normalerweise in einer Runde gewinnen sollten, ist das Gift dann eigentlich auch egal. Denn ich glaube nicht, dass Golbat eine Runde durchhält. Also... Nein! Es sei denn, auch das Ding macht ein Schutzschild. Okay, aber der Schaden geht noch. So, jetzt aber Britzelturbo, jetzt aber bitte schnell gewinnen. Genauso. Okay, Freunde. Wir haben es geschafft. War aber gar nicht mal so einfach. Pikachu Level 51 erreicht. Du bist ein würdiger Kämpfer. Vielen Dank. So, Glutexo wird sich entwickeln. Und wisst ihr was? Es ist an der Zeit. Wir werden es tatsächlich dieses Mal auch machen. Genau wie bei Bisasknosp auch. Glückwunsch, Glutexo wurde zu Glurak. Sehr schön. Wenn es einen strahlglühenden Feuer spaltet, lodert die rote Flamme an seiner Schwanzspitze noch intensiver. So, es will Flügelschlag erlernen. Okay, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Und, ja, ich glaube, da müssen wir auch nichts für vergessen. Nee, nee. Wir wollen es nicht erlernen. Da kennen wir auf jeden Fall deutlich bessere Attacken. Ich wurde geschlagen. So sei es. Der Seelenorden gehört dir. Sehr schön. So, perfekt. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70, auch wenn du sie von einem anderen Trainer erhalten hast. Und das hier sollst du auch noch haben. Und zwar TM27 Toxin. Hinter der TM27 verbirgt sich eine alte Attacke, die seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben wird. Toxin. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden, haben wir gemerkt. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. Okay. Wir haben jedenfalls diesen wahren Albtraum überlebt, haben jetzt 6 von 8 Orden, das ist doch schon mal richtig nice. Und darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Und dann geht es ja auf jeden Fall weiter, und zwar auf der Route 19 im Wasserweg. Und das aber dann erst beim nächsten Mal, würde ich mal so sagen. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut und ciao.